Well ma jo en ausserwendliche Weh an den letzten sieben Wochen han run als hunn. Konfinement, wie man nie kannt hunn. Die lo sieben Wochen gedauert hat. Spuren, die dat han erlöst gesagt, den bei einzelnen von uns noch bei mir deutlich unterherbracht. Aber wir sollten als lo, wie wir mengen, ob den Dekonfinement mit großen resoluten Schritt zu bewegen. Es muss ein Demarschstrick an eine Sorte von Normalität gehen, eine Sorte von Normalität, von der wir alle wissen, dass das nicht dieselbe Normalität wird sein, die man nach Februar mit März kann tun. Vielleicht nach einer ganz langen Zeit nicht dieselbe, mit einer Form von schon. Wir wollen raus, die Leute wollen raus. Die Geschäftsleute, weil sie endlich umgehen, ihre Geschäfte geben abmachen, die Leute, alle gut, die Jung, die Männer jung, auch die Ela, weil dauerhaft das Leben unattraktiv ist, weil das schließlich an der eigenen Wohnung oder am eigenen Haus stattfindet, egal wie viel Bewegungsspielraum da den da hat. Wir wissen nur wie viel nicht genau, wo man mit dem Virus drüßen. Kein weiß zu diesem Zeitpunkt, wie viele Leute am Land infiziert sind, erworen. Das fangen wir vielleicht mit der ganz großflächigen Retour raus, die soll kommen. Aber da wissen wir noch nicht, wie viel da drin und drauf wird sein. Wir wissen noch nicht, ob dauerhaft Immunitäten gebildet schon gehen oder werden gehen. Auch dazu gehört zu diesem Zeitpunkt noch keine total überzeugend und umfassend Antwort. Wir können nicht ausschließen, dass wir eine Lockerung vom Konfinement auch immer nächstes Jahr mit großer Verbreitung vom Virus feiert, mit mehr Krankheitsfällen, auch mit schweren Krankheitsverlauf. Wir können dafür auch mal ein bisschen abmachen, nicht ausschließen, dass wir ein bisschen zugemacht werden müssen. Das sind lauter Bewusstseinselemente, die zu diesem Zeitpunkt muss haben und die auch außerhalb von Lützeburg an der Diskussion eine Rolle spielen. Das wird auch so bleiben, bis wir eine verbindlich medikamentöse Behandlung vom Virus an von der Krankheit haben oder eine Impfung. Und alles deutet darauf hin, dass das nicht an den nächsten Monaten der Fall wird. Wir wissen nicht, dass die Ursache, wo wir gerade so viel Unwissen wie wissen, dabei ist, aber wie ein wirtschaftliches Schild, das wir als zu werden haben. Die werden enorm sein an ihre Auswirkungen auf Staatsfinanzen. Auch Genehprojektionen leider keine Umdurchschnitt, wir machen auch keinen wirklichen Vorwurf, für das Millimeter genau zu ermitteln, wer zu diesem Zeitpunkt an der Wirtschaft stattfindet, er wird nicht, er wird nach Wert stattfinden, an den Momenten, die kommen. Das zu ermitteln, ist schwierig, mir steht zu befürchten, gebe ich mir eine Menge können zu sagen, dass nach wesentlich mehr ein großes Loch am Staatsbudget wird auffallen, wie die 2,5 Milliarden. Und die Malo zu lehnen beschlossen. Das Stabilitätsprogramm, das vorgelöst wurde, das geht davon aus, dass es 5 Milliarden sind, die Werte fehlen. Auch da, ob man es, das bei 6% Rezession, das im Stadtteilsinger Berechnung ist, wenn da 12 gehen oder wenn da bis 6 und 12 gehen, da fehlen noch mehr wie 5 Milliarden. Das muss ihn einfach wissen. Eine Trajektoire, die als Wirtschaftswert dahinterlehnt, ist nicht klar. Bei den Berechnungen da, muss ich auch sagen, das sind Lützeburger Berechnungen. Da haben wir nicht ausreichend Klarheit über die Verwerfungen an den Handelsstrom. Wir wissen nicht, wer zu Grenzen, wer unterbrochen Lieferketten und so führen. Da wird es für einen ultimativen Impact haben. Das wird man da Ende des Jahres wird muss riskiert, nicht so endlich hinzusehen. Da kann ich natürlich sagen, das machen wir auch. Wir haben eine Staatsfinanzlandschaft an eine Schuld, die so sind, dass wir ohne weiteres können alleine gehen, in einer außerordentlich guten Kondition. Kein Einkehr mehr. Noch zwei Monate. Das werden wir aber nicht können, dauerhaft, immer rum, machen für strukturell die Pensen vom Staat zu begleichen. Und dafür ist klar, dass man früher oder später die Wirtschaft muss nur laufen lassen. Das hat auch übrigens einen Impact auf die Gemengen. Ne? Die Gemengen, die Pilier sind von der Demarsch gegen den Virus, trotz DAX, Absenten, Vorgaben, Regeln, die vom Innenministerium hätte können kommen und Gemengen an beispielloser Solidarität am Matfilegen-Initiativ gehandelt, an den letzten Jahren, besonders in den letzten Monaten, wir führen allem und Gemengen ja auch eine Dependance von den rankommenden Steuern. Einfach Gemengen kriegen, da gibt es sich aus der Gewerbesteuer, aus der Betriebsbesteuerung, die aber nicht außerordentlich guter Betriebsleistung, nicht so wert sind, wie sie ja nur wert sind. Es gibt TVS-Elemente, es gibt Abkommenssteuerelemente, es gibt Autosteuerelemente. Und alles das riskiert ja ähnlich zu sein, wie viel drum. Wir müssen dem nur lehren, mit dem Virus leben, aber wie normal leben.
Wir müssen als Gesellschaft definieren, was wir wollen und was wir können tolerieren. Auch wirtschaftliche Verluste und Ausfall bei Steuerresetten, bei der sozialen Sicherheit doch. Was sind das Forderungen, an die Pensionen ja nicht raufgehen? Wir müssen herausfinden, was wir wollen tolerieren und Isolement an der Gesellschaft. Besonders für ältere Leute, als solche, die Viererkrankungen haben, und als vulnerable gelten wir aber auch für uns alle gut. Wir müssen ermitteln, was wir in Zukunft wollen tolerieren und Einschränkungen von Freiheiten und Rechten. Wie sie der verfassungsmäßigen Normalität entsprechen oder eben der Normalität von der kränkt. Von den Einschränkungen, die wir da geben, tolerieren, weil wir die Volksgesundheit wollen schützen. Aber wir müssen auch eine Debatte darüber feiern. Wie viele Krankheitsfälle, wie viel mehr schwerer Krankheitsverlauf wir wollen und können tolerieren, weil alle Lockerung vom Konfinement riskiert, das mit sich zu bringen. Wir müssen also als Gesellschaft bestimmen, was wir für zumutbar halten für ihr Leben mit dem Virus. Wissen, dass es immer nur eine enge Maßgabe gibt, die objektiv gehen muss. Und dass das das Gesundheitssystem nicht darf, zusammenbrechen. Die Frauen da, die sind nicht unschuldig. Weil wir müssen herausfinden, dass ohne Equilibrium durch Toleranzschwelle forciert, die der Virus selber macht, an denen die Gesellschaft sich geben, wie irrevokabel man näher geht, zufügen, was sie total zuwählt bleiben, den Equilibrium, den haben wir noch nicht, den haben wir noch nicht gefunden. Wir wissen, dass wir wollen raus, aber wir wissen nicht, auf welchen Fassung wir das exakt immer können hinkriegen. Aber wir, durch übermäßig lange und übermäßig streng zumachen von unserer Gesellschaft, als selber so erstecken, dass wir einen Teil vom Virus in der Erbicht machen, dann haben wir gegen den verloren. Das meine ich, wäre der Plan, den wir am Anfang nicht hatten. Die toten Überlegungen müssen also bei der Exit Strategy, wie das auf Englisch heißt, beantwortet gehen. Das ist eine Frage von höherer ethischer Bedeutung. Da gibt es auch kompetente Interlokutoren, mit denen zusammen nur Antworten müssen sichern. Es muss ein Aufweier gemerkt gehen zwischen wirtschaftlichen und rein menschlichen, gesundheitsbezogenen Realitäten. Und zwar während einer ganzen Zeit. Die Regierung hat ein Krisenmanagement und ein Dach gelöscht, die wir am Grundsatz nicht kritisiert haben. Die CSV hat Forderungen nur mit Teletravail, nur zum Zumachen von den Schulen an dem Aussetzen von den Besuchsrechten an Altersthema an Spitäler erhoben, just die Regierung entsprechend gehandelt hat. Wenig leider erinnern sich noch daran, dass wir das gemacht hatten. Hätten wir aber gemacht, sieht auch nicht darüber aus, wenn es besser gewesen wäre. Es sieht am Anfang, dass wir zum selben Moment dieselben Ideen hatten und dieselben Decisionen geholt haben, respektive geholt hätten. Wir wären also am Anfang eins. Wir wären also auch eins, über die Lützeburger Form von Lockdown. Ein bisschen mehr drastisch, ein bisschen mehr streng, wie beispielsweise in Italien, mit trotzdem unerhört, hey, so etwas würde noch nie gehen. Wir wären noch d'accord beim Krisenzustand, den die Regierung deklarieren, die sich selber deklariert, die deklarieren gelöst, konfirmieren gelöst von der Chambre, und zwar gleich für 3 Monate, also für die maximale Dauer. Wir meinen aber los, so oder so, aber weil es auch noch muss den Zusammenfluss von der politischen Idee gehen. Der Zeit kommt es für eine solche Proposition noch durchzulehnen, für aus der sanitären Krise herauszukommen und an keinen anderen Rand zu rutschen. Genau wie für 7 Wochen nämlich das Konfinement richtig war, und nie wird irgendwie von uns etwas nicht so, so mal los, das Konfinement ist richtig, und zwar ein proper verständlicher nachvollziehbar Manier. Wir brauchen ein Loh in dem Marsch, die durchlädt, wird wenig nicht abgemacht und erlebt. Ein Loh. Nicht nur 1 oder 2 oder 3 oder 4 weitere Wochen von weiterer Unsicherheit. Wir brauchen die ein Loh. Millimeter genäht wird das nie gehen, solange wir tributär von der Präsenz des Virus sind. Es muss besser gehen, wie ein Loh der Fall ist. Aber wir müssen aufhängen damit, dass wir die Inkohärenz von der aktuellen Verbotslandschaft aus der Face kriegt. Wenn tatsächlich beispielsweise nicht mehr Geschäfte hätte sollen abmachen, die Erstfuhren verkaufen, dann hätten noch nie an der Belle Étoile die Spielsachen verkauft gehen an einer Sache, während andere die Spielsachen verkaufen an anderen, an all der Zeit nicht und dürfen ab. Das ist nicht nur ein deloyale Konkurrenz, aber das ist eigentlich ein furchtbarer Vorgang, an dem einzelne Geld verdienen, während andere dann nicht mehr bei nicht kriegen. Genauso eine Geschichte aus losscheinbarem NRW, talking about incoherence, ne? Während Hautdoktorspraxisen sollen abgehen, wo eine ganze Reihe von anderen Berufen, die in einem Gesetz von 92 reguliert, gekriegt, die eng, Equipment geliefert, die anderen nicht.
wir hätten einfach gerne, wenn die zwei Kategorien von Professionellen, dieselbe Equipment geliefert kriegen, was sie brauchen. Also die Kinder brauchen sie genauso nötig wie in anderen medizinischen Beruf. Und dafür wären wir auch froh, und wir hätten gerne, und wir fordern da, wenn die ganzen Einzelhandel- und Handwerksbetriebe endlich nicht dürften abmachen. Die Bewegungen in unserer Gesellschaft haben so zugeholt, dass Chemiker damit rechtfertigen, dass Leute auch nicht sollen an die Wirtschaft gehen, dass Butiker zu bleiben. Wenn man die Schlange bei den McDonalds und bei den Baumärkten so viel gesehen hat, dann wissen wir, dass das sowieso kein realistisches Argument ist. Und außerdem, wofür den Elektriker soll, der für mein Motorrad quer durch Land schäbeln, aber seine Butik nicht absperren. Wofür der Koffer soll, der für einen allmählichen Pedestrian machen, gehen, aber keinen Tor schneiden. Das sind Fragen, ob die eigentlich kein verständlich Antwort gibt. Es gibt überhaupt DAX wenig Logik, aber wenig Nachvollziehbarkeit von den kommunizierten Regeln. Das muss sich ändern. Und wie gesagt, nachher den Einzelhandel soll endlich kommen dürfen. Abmachen, nicht an zwei Wochen, nicht an einem Monat, mit einem Loh. Das passiert ja auch auf anderen Plätzen, wo die Verbreitung vom Virus mehr heftig als wir hier. Und wenn es hier passiert, in der Regel nach Moskau und so viel, und dem wir ja als alle Gute sowieso müssen gehen, dann mengen ich da ganz viele Leute gefallen, weil viele Betriebe wissen ja heute gar nicht, wo sie sind. Die haben keine Ahnung, wo sie sind. Es ist noch immer nicht klar, übrigens, wie ein Betrieb genau wie eine Unterstützung kriegen, und für alle auch wie nie, und wie nie dazu auch kommt. Und wir hören immer rum von Betrieben, die nach gar nicht kriegen, obwohl sie lange gefroht haben, das ist ein Erder Weiß, wie ihr nicht wirklich mit ökonomischen Operatoren kann umgehen. Betriebe brauchen Klarheit. Und der Pack, den du soll auf den Tisch gelöscht gehen, die gehört sehr auf den Tisch. Also sind die Betriebe fort. Die packen das nicht nach Mainte lang. Trotz aller medischen Hilfe, wenn die über Mainte nicht kommen, an meinen Käserseidel, da sind wir relativ sehr um. Und dafür ist es einfach notwendig, dass man die Klarheit für die Betriebe schärfen. Und wenn es einem Betrieb durchaus schlecht geht, weil der Staat den zugemacht hat, dann ist das ja kein normaler Verhältnisgrund. Wenn es einem Betrieb schlecht geht, durchaus, weil es einfach nicht wird, dürfen machen, weil man gesetzlich gesagt hat, du darfst nicht mehr, dann muss man dem Betrieb ja auch etwas anderes bitten wegen Verhältnisgesetzgebung, wo man das aufgewickelt gehen. Dann muss man dem Betrieb ja können sagen, wenn du eigentlich ein gutes Geschäftsmodell hörst und du hast eigentlich an der Gestion nicht viel zu werfen, dann greifen wir dann nach dem. Für darum rauszukommen. Dafür braucht man Begleitung von Betrieben durch die Krise und aus der Krise raus, vielleicht auch noch für eine ganze Zeit. Und da muss man Lösungen und Antworten finden. Da muss man Lösungen und Antworten finden für ein Restaurant, der normalerweise 100 Kuvert möchte. Der wird erstens so müssen, wenn ich in die Verhärterung Kuvert möchte. Hätte nicht ungehört, wenn er das sehr gesund kriegt, wenn er noch sehr im Kuvert dürft machen. Im Idealfall auch Lo. Also von mir aus nächste Woche, mehr Lo. Weil da möchte ich ja kein 100 mehr. Da möchten da, wenn die Distanzregeln, Hygienesregeln und so viel und anhalt, vielleicht nach Talsch, Drittel. Da muss man leidend losen, mit selber bleibt das selbst. Oder eben noch nicht, da muss man gucken, dass man da vielleicht drehen, mit der Tote sind Frauen, mit denen Takte von der Wirtschaft sich auseinandersetzen, und das sind die Frauen, ob die man Antworten brauchen. Das System für Begleitung von Betrieben, das ist notwendig. Und da kommen wir bei den Dekonfinement, du sagst. So, alle Menschen, die sich ein bisschen durch Land transportieren, den Almut ein Auto hält, stellt fest, bleibt daheim, das ist ja nicht mehr wohl. Ne? Da muss man nur gucken, dass man an der Gesellschaft verankert kriegen, denn die Konfinement ist nicht mehr, das muss man auch ein bisschen sagen. Ne? Da muss man ein bisschen sagen. Wenn ich gesehen habe, dass Ministerin ein Foto von Otto Pedestre publizieren, sonst, dann habe ich da nicht. Ich hätte aber lieber, sie geben die publizieren, während man für drinnen gesagt hätte, dass man bleibt daheim, das ist nicht mehr so. So, aber wenn das dann nicht mehr so soll sein, dann muss es so gehen, dass man wissen, wie viel Aufstand man zu halten hat, wie man der Hygiene egal wo ist, wo man kann ran, wo man wegen nimmt, dann darf ran, und so führen und so weiter. Die Gesellschaft wird sich darum halten. Wir sind doch ganz zuversichtlich. Weil die Gesellschaft hat sich in den letzten 6-7 Wochen nun so viel gehalten, dass sie, wenn sie ein bisschen raus können, sich auch wird darum halten. Und dass dann keine Partien groß möglich sind, bis auf weiteres, das scheint das ja auch klar. Wenn da vielleicht auch eine Familie nächstes Jahr zugelassen können, die für einen runden Geburtstag oder so ähnliche Geschichten. Das wird nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen und alle guten Daylight, die an den letzten Wochen tatsächlich vereinsamt sind. An die Vereinsamung, an die sozialen Konsequenzen davon, da werden wir auch noch
darauf zurückzukommen. Das ist für alles klar, dass man an Italien kann nur durchgehen darüber, dass man die Restauration remonten kann. Und wenn sie zu planen, dann muss es doch heute gehen. Italien hat eine andere Trajektoire. Und Russland hat ganz viele Plätze wie mir. Die meinen das, auch wenn ihre Betriebe solche müssen helfen, wir müssen das doch machen. Und da geht es Arbeitsplätze, das wissen wir ja, die nicht mit permanenter physischer Präsenz auf einem Platz zu dienen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert in den letzten Wochen. Teletravail, den wir da viele Plätze erlebt haben, wir gut. Trotz allem Wille für ihn rauszukommen, war vielleicht Elemente von Teletravail sich einfach von der Herren. Aber man solche müssen ein, zwei Tage in der Woche, den die Leute das können. Er geben zukünftig auch Erlebe von daheim aus zu schaffen. Da muss man auch steuerliche Negotiationen mit den Notbeschländern antreten, fährt nicht. Das ist auch nicht schlimm, da muss man das machen. Weil es wäre vielleicht einfach gut, wenn er solche müssen dazu beitragen, dass an Zukunft das ein bisschen mehr gewollt, was man auf den Straßen haben, könnten erhalten. Noch für digital aufleben, weiter zu perfektionieren, wäre es gut. Weil wir wollten ja digitalisieren, das heute wäre einfach eine Chance, für damit umzukommen. Da sollen wir es weiter machen. Finalement, wir werden eine Sozialagenda brauchen. Wir werden eine Sozialagenda brauchen für Herrn Drun, nur dem Konfinement halt zu gucken, was für Spuren das den Herrn los hat. Über die psychologischen Effekte habe ich gerade kurz geschwärzt, die werden wir müssen erfassen und müssen, mit den Sachen, die stattfinden. Es werden Leute am Schomarsch sind dann noch. Es werden Leute ihren Betrieb verloren. Es werden Leute für eine Schäble von ihrer Existenz stehen. Es werden Leute nämlich wissen, wie sie sollen Führer führen, scheiertisch, einmal reich, riskiert weiterhin auseinanderzugehen. Schulkanner riskieren, dekrochiert zu haben. Über all die Sachen werden wir müssen schwarz an eine soziale Agenda, die du not. So, da könnte ein ganz spannendes Sujet, nämlich, wenn er so will, aus dem Konfinement raus, dann heißt das ja mehr Bewegungen und mehr Begegnungen. Und das sind am Anfang mehr Gelegenheiten für die Verdrohung vom Virus. Und also müssen wir in irgendeiner Form trassieren, retrassieren. Okay, mal gesagt, wir machen einen manuellen Tracing, solange wir das können. Und CSV sagt klar und deutlich, okay, machen wir den, gut. Wir refusieren aber nicht die technologische Hilfe, die sich als Tracing-Applikationen kann ergehen, ganz besonders, wenn dabei sämtliche Gebote von Daten an Personenrechtsschutz können respektiert gehen. Außerdem, wir diskutieren das nicht ganz lang. Ne? Wir können das also lang gehen, Tracing-Apps wären, wie wir wollen. Allerspätestens, wenn ein Mensch von Lützeburg irgendwann ein am Sommer rum will, an den Luxusflieger-Klammern umfinden. Er landet auf einem Flughafen, wo das Funktionament von so einer App notwendig ist, als weil gefordert. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder benutzt sie oder reist nicht. Da sollte man es nicht da reden. Auf anderen Plätzen wird das gemacht gehen, aber Lützeburg ist so groß als wie das, gibt Freiheit von der App. Wahrscheinlich ist in das ganz andere Freiheit, nämlich die für zu reisen, wirklich zu reisen, nämlich werden erreichbar sein. Er wird dazu weiter gemengt, dass er wird nicht. Datenschutz, Schutz für persönlichen Privatheitselemente. Weißt du, wenn wir manuellen Tracing machen, die geht ein Interview. Da weißt du ein Interview, wen dir sitzt. Dir sitzt im Interview, wen an ihrem Tagebuch steht. Wen da wenig begehen tut, wo, dass sie persönlich tun nehmen. Hat du hast eine Sozialversicherungsnummer und so weiter und du hast alles bekannt. Und die Person wird dann irgendwen kontaktiert. Wahrscheinlich von einem Mensch, von der Gesundheitsdirektion oder so. Die ihm sieht, sie riskiert infiziert, weil er Kontakt hat mit einer infizierten Person. Isoliere dich oder am Idealfall besser, los dich testen, weil genug Zeit lernst, dass wir da so einen Test kein positiv sind, am Platz, dass man den da 14 Tage daheim los, könnten sich testen lassen, also ja Gewissheit. Die Applikation ist nicht dasselbe, ich tue es auch nicht nur. Wenn Bluetooth-Kontakt hergestellt wird von einem Telefon mit einem anderen, der kennt den einen Telefon, dem anderen seine Nummer. Kennt aber nicht unbedingt dem sein Halter. Da wissen wir präzise, respektive der Pfiff, wenig, dass er mit wem Kontakt hat. Ein Kontakt, also nicht, wenn der zwei Footballs Terrain breit Distanz zwischen dem Hut oder den zufällig an der Großgas gekreuzt hat. Feierl Stunden, Bluetooth-Kontakt. Weil das ist schon ein ziemlich enge Kontakt, den du
den du muss ermittelt gehen, dass überhaupt von einem Infektionsrisiko beschwert wird. Weil dem Interviewer am manuellen Tracing so, der ja auch nicht ist dann an den Bus geklommen und da wären nach 15 Leute dran, du wirst nicht, wenn die wären. Aber nach 3 Minuten der Matt gefahren sind, dann ist es doch nicht wichtig. Aber wenn fertig ist, da geben die Sachen mit der Applikation, die ja dezentral aufgelöst werden. Ich meine, da sind wir es mittlerweile eins. Das ist logisch, die an Deutschland zurückbehalten wird, das ist logisch, die auf viele Plätzen zurückbehalten wird und kein anderer kein Teil zurückbehalten gehen. Dann geht es am manuellen Tracing, die gehen zentral im Gesundheitsministerium aufgelöst, ne? Auf einem Server. Und den also sicher wie in der Nase, ich hoffe, dass das sicher ist. Aber es ist nicht wie wenn da mit manuellen Tracing eine andere Sorte von Datenschutzrespekt hat. Wie man länger Applikationen. Von daher geht es einfach für uns um eine simple Sache. Wenn mehr Freiheit für die meistens größte Zahl von Leuten auch dadurch kann gewährleistet gehen, dass man eine kleine Applikation an ihrem Funktionament akzeptieren, die da lebt, dass man rausfahren, dass man vielleicht den Mensch angestochen oder mehr als bei dem Mensch können angestochen, dann meinen wir, da wird für die Wähler zu gehen. Das heißt, im Endeffekt mehr Freiheit für die übergroße Majorität von Leuten. Bei freiwilliger Benutzung, by the way, ja. Freiwilligkeit bleibt genauso gehen wie beim manuellen. Aber für den, der betroffen ist, eigentlich keine Einschränkung, die er nicht auch hat. Wenn er von seinem Doktor gesagt kriegt, du bist positiv, geht ich, wenn ich gebe dir so Lehren, dann gucken wir mal, mit wem du Kontakt hast. Und die Leute, die daraus Angst schüren, und daraus der Terminal Attentat, ob Persönlichkeitsrechte oder Freiheiten machen, die müssen irgendwann erklären, wofür sie die Leute wollen belehren. Aber wofür sie die Leute wollen anreden, hier geht es zum Recht gehen, während sie verschweigen, dass es vielleicht nicht mehr so wird, wie sie können in Zukunft ein möglichst normales Leben feiern. Ob Flughäfen beim Reisen, vielleicht auch am Kino, vielleicht auch auf Konzerten, vielleicht auch auf anderen Plätzen, wo Leute bei nicht kommen. Sollten also dem Dote nicht vehement widersetzen. Ein paar Konklusionen aus den Wochen Konfinementen, aus der Krisheim. Wir sehen ja bei der Versorgung mit medizinischen Gütern kahl erwischt gehen. Ganz kahl. Daraus muss man Konsequenzen zeigen für zukünftige Spitalspläne. Gut Gründe für die CSV, nicht für die letzte Wahl. Dazu gehört auch die Weiterführung von einem ganz komischen Bettenaufbau, der quasi kompulsiv muss gefordert und gehört. Das ist nicht alles wie von den Sachen. Und wir hoffen, dass auch andere, die zuständig sind für die Gesundheitspolitik, realisieren, dass Bettenaufbau sich kein gut aus. Und dass wir Material brauchen und dass wir ja Material medizinisch auch muss selber herstellen. Das ist nicht normal, dass wir heute realisieren, dass wir eigentlich alle Pillantibiotik aus China beziehen. Das ist nicht normal, dass wir heute keine Masken hätten, weil China kein für uns produzieren. Übrigens tun andere Leute Masken produziert, die wir kruten. Ne? Ich könnte just mal merci do mit, wenn es Taiwan ist, wie wenn es China ist. Die aus Taiwan werden übrigens gratis, die aus China bezahlt. Und wir müssen auch in Europa realisieren, dass wir besser hätten, wir geben das tote flächendeckend machen. Mehr industrielle Produktion wird in von den Enseignementen von dieser Krise. Weil wir kriegen im Moment auch mal ran. Und wir haben desindustrialisiert. Zuletzt möchte die Industrie nach 7% aus dem PIB. Oder so. Das ist keine nachhaltige Position. Und wir sollten als eigentlich auf den Fendel schreiben, dass wir als ein von den Enseignementen von der Krise los schon zeigen, reindustrialisieren. Es ist nicht immer eine gute Lösung, für etwas möglichst billig und natürlich konfliktfrei aus China oder sonst wo produziert zu kriegen. Ja, es riskiert, die eine oder die andere Bürgerinitiative zu gehen, weil Medikamente hier produziert werden. Aber wäre es gut, wenn hier Medikamente produziert werden. Am Maske. Also Sachen, die ihr braucht, an dem heutigen Fall, mir auch an anderen. Und das, wie gesagt, im ganzen Kontinent, an der Medialfarm hat nur halt ja eine emissionsfreie Technologie. Das haben wir uns unter langem Vierge, du hast Chance für zu machen. Das ist eigentlich genau das, was in einem nachhaltigen Industrieplan drauf wir, den der ganze Kontinent mehr eigenständig geben kann. Wir gehen durch, wenn es nicht zu freien Handelsgegnern. Ne? Es ist nicht der Gegend, dass weiterhin exportiert und importiert wird. Wir alles importieren, alles müssen importieren. Auch kritische Bereiche, das ist keine gute Idee. Das ist übrigens auch keine gute Idee, für als Betriebraum reinstehen zu lassen, wenn irgendeine potenten, drittstaatenbasierten Investor können für sie zu kaufen. Da man das Mann hat Mongolei gemengt, mit China, ne? Können aber andere Länder gemengt sein. Wir brauchen irgendwann irgendwie dann aber endlich die 7 Jahre von der Europäischen Kommission gewünscht, von Luxemburg aber nicht
auf den Tisch gelöschten Gesetzgebung über den sogenannten Investment Screening, für festzustellen, wen hier wert kann kaufen kommen, wird einfach genehmigungspflichtig. Gemerke der kritische Sektoren, Sektoren, die für uns besonders relevant sind. So, und dann lässt vor die Europa. Wir sehen, wer zu Grenzen sind. Und ich meine, kaum mehr fand die richtig gut. Ich höre zwei paar Leute, die sagen, da müssen wir den Europäern so, und dass wir das dann auch so machen. Wie geben wir das dann mehr? Wir sind zu 630.000 auf 2.600 Kilometer carry. Ob begrenzen sie für das Land absolut vital, ob begrenzen sie für die anderen Länder auch vital. Ne? Die Belgen, die nur realisieren, wenn sie zu Äther finden, dass die nächste Tankstelle bei 30 Kilometer mehr weit weg ist, weil sie auf die Märkte legen, nicht mehr dafür vor, weil die technische Plätze bei der Territorien liegen. Die sagen ja, geht halt nicht mehr. An die Polemiken, die wir hier haben, über den Grenzschutz, die sagen, ist eigentlich, dass er den Europäisch den Marsch an der Sache gebraucht hat, just dass man den nicht hinkriegt, weil Jitfrin Remenke just nur sich selber geguckt hat. Jitfrin just nur sich selber geguckt hat, er gemeint hat, hin, respektive hat die beste Strategie, den Marsch, er weiß alles lang. Natürlich bräuchte man auch ein bisschen mehr Budget in Europa. Ne? Das ist ein Diskurs von mir, von 15, 20 Jahren. Wir wollen realisieren wir das. Weil das ist nicht so objektiv, wie wenn Europa mehr Kompetenzen nach mir tun. Wir koordinieren an der heutigen Krise, auch wirklich Notstandshilfen können, sehr deblockieren. Das heißt für uns, dass sie doof sind. Aber nähren sie am Budget mehr, der besitzt, weil alle Milliarden verplanen, dass wir zu wenig Milliarden sind. Ja, da kann dann nicht ganz viel direkt liefern. Davon aufgesehen, dass man dummerweise zugelassen haben, wahrscheinlich wird kein sich das Bild bewusst werden, was man davon aufgehen, dass dann Italien die Leute Meinung hat, in Europa geben nicht liefern, als China geben. Das läuft auch, dass China fertig bringt, mit klar identifizierten Fliegern ganz schön Bilder zu produzieren, wenn die Länder dann etwas bringen. In Europa eben nicht. Wie man Loden Italiener soll beibringen, Postkriegs, dass die Europäische Union, dass die anderen europäischen Länder auf viel mehr geliefert, viel mehr geholfen haben, wie China das gemacht hat, das ist ganz schwer. Die Auflehnung von der Europäischen Union, das hat in Italien so wie noch nie. Und das ist ein dramatischer Effekt von der Krise, in den also viele Plätze wird zu denken gehen, an dem man eigentlich müsste versichern, drastisch entgegenzuwirken. Das ist vielleicht der letzte Moment, wo man kann fertig bringen, dafür zu sorgen, dass Europa es nicht am Tore flieht. Wenn ich nämlich dort gucke, was im Moment an unserer Grenze so geht, dann habe ich nicht die Impression, dass man damit viel Europa zu tun hat. Wenn der Außenminister und die Bürgermeister aus der Region und ich und noch viele Leute alle Guten den deutschen Innenminister beknien, für endlich um ein zu normalen Praktiken auf der Grenze zu kommen, dann den einfach so man nicht. Dann ist das kein gutes Zeichen für das Funktionament von Europa. Ich mache den Außenminister kein Vorwurf, mit dem sind wir da permanent am Kontakt. Und den zählt mir an alles auch regelmäßig, wie die Gespräche da verlaufen. Menge übrigens auch, wir sind alle gut an derselben Situation. Das ist für Europa nicht gut. Aber wir bräuchten das mehr. So, hallo, losen Sie sich an der Obhut von der Fraktionspräsidentin Martin Hahn. So, ich fange mit einem Wirtschaftssektor an, den wir ganz stark um Herz leiden, dass die Landwirtschaft an dieser Krise geht, leider nicht viel über die Landwirtschaft geschwärzt und dass eben ein immens wichtiger Sektor, den wohl in Mengen Bedeutung in der Krise misste, gemerkt und es geht hier um das Lebensmittelsicherheit, was hier in allen Krisenzeiten wichtig ist, wo man nicht verstehen, dass, wie gesagt, dieser Sektor kein Beihilfen kriegt an dieser Krise. Wir hatten hier eine Motion an der Chambre aufstimmen gelassen, fehlt es eben noch Bauern und Gärtner, Künstler könnten von Direktbeihilfe profitieren. Leider ist diese Motion aufgelehnt gehen, was extrem schön ist, weil wir in allem auch am Weinbau schon da kommen es Abbußen immens heiß sind. Und auch an der Landwirtschaft, schon mal die einzelnen Bauern geschwärzt, schon mal der Landwirtschaftskammer geschwärzt, die sollten wir, da zählen nicht nur mit der Stadt Wollig, sondern wir zählen definitiv kräftig dann wieder ab. Und ich hoffe, dass als Regierung heute darüber viel berät ist. Ein ganz einfache Maßnahmen, die relativ sehr können umsetzen, wo wir schon jahrelang darüber schwätzen, wie in der Landwirtschaft können helfen, als die Regionalität mehr sich an den Mittelpunkt stellen. Hier müsste die Stadt mit einem guten Beispiel vorgehen. Hier schwätzen wir viele Sondersreden darüber, es geschieht aber nicht viel. Hier immer, wie gesagt, noch immens viel Sput nur öffnen. Und dann ist es auch klar, dass die Landwirtschaft sich nach mehr soll diversifizieren, für uns sich mehr breit abgestaltet zu sein. Wir brauchen mehr Gemüsebau, wir brauchen mehr Obst, wir brauchen mehr Geflügel, wir brauchen allgemein mehr Alternativen. Aber auch da, Bauern wollen das auch machen. Mit der Regierung soll, wenn es klappt, sehr endlich die notwendigen Rahmenbedingungen setzen, für das auch möglich ist. Ich gehe nicht drei Stichwörter
einmal Zugang zum Wasser, gemäß an Obstmensch, nicht mehr, wenn ich Wasser habe. Zweitens, der Wasserpreis, der schwankt zwischen 4 Euro der Meter Kub bis 1 Euro der Meter Kub. Dann ist es nicht rentabel, dann machen wir es nicht. Und drittens, Genehmigungsprozeduren, die administrativ Hürden, die sind unmöglich. Dann hat das Krise, ist, meine ich, vieles gewiesen, und hat uns für alle etwas gewiesen, dass das Gesundheitssystem, das den immens wichtig ist, merken ist als CSV-Fraktion bei der Rentrée parlementaire, wo sich Gesundheit als eine von unseren Prioritäten gesagt. Wir wären ein bisschen der Zeit für Reise, wir müssen leider von der Realität überholt gehen, und es geht aber nicht durch, dass CSV sich das als Priorität setzt. Wir meinen, ganz Politik muss sich Gesundheit als Priorität setzen, und hier geht es für allem drum. Ich meine, der Frank war schon darauf angegangen, wir müssen Gesundheitspolitik als Klinikenorganisation, die Organisation von Altersheimen, Männer nur wirtschaftliche Kriterien machen, mit dem Patienten, der muss halt mehr an den Mittelpunkt kommen. Und du, ich kann immer einfach so, man braucht immer ein paar Pflicht mit dem Herz und nicht mit der Stoppauer. Das heißt, wir müssen die Administrativprozeduren nur mal einfach reduzieren. Das ist ziemlich unmöglich, was du im Terrain muss gemäht gehen. Und du kommen wir natürlich dann nicht lernen, eine Diskussion von der Pflegeversicherung. Die muss also gefordert gehen. Zweitens, als Klinik gebrauchen einheitliche Standards. Also sie müssen viel mehr mit denen schaffen. Das hat nur an der Krise funktioniert. Und ich hoffe, dass das nur der Krise dann auch funktioniert. Du musst also unerspüten, weil es evident ist, wir haben hier Mangel an Arbeitskräften im gesamten Gesundheitsbereich und im Pflegebereich. Und dafür müssen wir und die Attraktivität von diesen Berufen schaffen. Wir haben in der Schambach eine Motion herabgerutscht gehabt, für ein ehemaliges Prim auszubezahlen, für einfach einen zusätzlichen Gest von Merci. Viele Leute klappen nicht mehr dauer, wir hätten noch gerne einen zusätzlichen Gest von Merci, wie das in anderen Ländern eben auch gemäht wird, da das leider nicht angeholt wird, aber wir sind uns auch bewusst, dass das nicht durchgeht. Wir brauchen hier in der Schambach, nicht nur in der Schambach, wir brauchen überall eine breite Diskussion über die Pflegeberufe, über die Gesundheitsberufe. Wir haben hier eine Interpellation, hat der Spautzmark angefragt, für mal den ersten Schritt an die Richtung, für das wir uns konsequent Gedanken machen. Wir müssen die Ausbildung überdenken, wir müssen sie auch aufpassen. Der Premier hat eine neue Schule annonciert am Grenzbereich mit Frankreich. Das können neue Möglichkeiten geben. Ich meine nicht, dass das Lösung ist, weil wir uns sowohl die eine Seite wie die andere Seite von der Grenze im Mangel an diesem Bereich. Also hier muss man definitiv die Diskussion ziemlich direkt aufhängen. Und der vierte Punkt im Bereich von der Gesundheit, das meine ich als psychische Gesundheit. Psychische Gesundheit im Allgemeinen, wo man gemerkt hat, dass die für alle Morgen in der Krise wichtig ist. Hier wäre zum Beispiel eine Nomenklatur für den Psychotherapeuten notwendig. Wir Doktoren eine Ewigkeit drin. Wir schälen jahrelang in einem E und es könnte nicht raus. Wir sind noch einmal bei der Nomenklatur aufpassen, wo nichts geschieht. Wir haben aber gesehen, dass in der Krise verschiedene Sachen können ganz sehr gemäht gehen. Und ich fand, dass wir sich diesen positiven Nebeneffekt sollen verallgemeinern und auch in Zukunft überhöhlen an die notwendigen Adaptationen und der Nomenklatur sehr viel erhöhlen, allgemein für das, was der Patient braucht, dass er das auch kann von der Krankenkasse remboursiert kriegen. Wir haben noch schon ein paar lernen, wir müssen lernen, mit dem Virus leben, und das müssen wir im Allgemeinen auch an den Kliniken, an den Altersheimen, an den Pflegeheimen, und dafür brauchen wir auch da eine neue Sorte von Normalität. Eine neue Sorte von Normalität an den Kliniken, dass die Leute mal rum an die Kliniken bei den Doktor gehen, hoffen, dass das löserlös lebt. Die Message ist noch nicht immer überall hundertprozentig gekommen, aber auch an all das Pflegeheim und Kliniken, was der Besuch angeht. Ich bin auch froh, dass die Motion, die wir führen, ich meine, vor 2 Wochen hier abgerutscht haben, wo wir gesagt haben, weil Leute im Sterben leiden, dann müssen sie können begleitet gehen von den Leuten, die ihnen am Not stehen. Ich habe gesagt, in der Corona-Zeit muss ich lassen, dass die möglich sind. Ich bin froh, dass die Motion einstimmig angehalten ist. Mir aus sich geht die Lasten die nicht durch. Wir haben viele Leute, die krank sind, und das bedeutet im Moment Isolation. Aber wenn ein schwerer krank ist und er isoliert, dann hat er allein gelassen mit seinen Ängsten. Und auch die Familie, also auf der anderen Seite hilflos, weil sie kann nicht bei ihm gehen. Das ist nicht menschlich und das können wir nicht nach monatelang, ein Jahr lang so akzeptieren. Wir brauchen hier andere Lösungen, für die Leute nicht müssen allein sein. Das heißt, wir brauchen hier andere Lösungen für ihren Besuch,
ze ermeiglichen, natürlich ënner denen neidischen Sicherheitsmesuren, mir hei brauchen wir eng klor Kommunikation vun der Regierung op nationalem Niveau. Die Verantwortung können wir hei nicht den einzelnen Doktoren müssen überlassen oder den einzelnen Kliniken oder den einzelnen Gestionären. Hei brauchen wir eine nationale Lösung. Wir sind noch dafür froh, dass wir an den Altersheimer einen gewissen Besuch möglich ist. Aber wie gesagt, auch da ist die Verantwortung bei den Gestionären. Wir hätten hei gerne eine nationale Lösung. Aber wie gesagt, das Material wird gebraucht. Wird. Von denen du Spezialmaske brauchst, von denen du ein Kostüm brauchst, wie bei den Leuten. Dann müssen wir gucken, dass das Material national zur Verfügung gestellt wird, weil wir brauchen hier eine Lösung. Wir können die Do-Situation nicht nach einem Moment lang akzeptieren. Heute geht Platz auf Schulen. Auch noch an der Schule müssen wir mit dem Virus leben, weil auch die Schule können wir nicht zulassen, bis das Virus verschwunden ist, weil da lassen wir es auch nach einem Moment lang zu. Wir sollen also auch ja, die Schule soll abgehen, aber das muss aber besser vorbereitet sein. Am Moment sind noch bald mehr Frauen, ob wir antworten, und das ist definitiv nicht gut. Ich verstehe noch nicht, wie weit der Minister hier nicht mehr Leute vom Terrain mit angebunden hat. Also ich habe etwas fertig, ich werde manchmal vielleicht schwer fertig zu bringen, also dass alle gut Gewerkschaften zusammen eine Kommunikation gemacht und gesagt, dass das geht nicht. Wir wären gerne mit angebunden, für die Ouvertüre von der Schule zu machen. Und das soll etwas mehr fördern, dass der Herr Minister nicht so stößen, sondern dass er soll auf die Leute leisten und die mit abbannen. Die Verantwortung darf hin auch nicht, oder der Minister nicht, und Gemeinden aufgehen, und darf es auch nicht in Direktionen aufgehen. Auch hier brauchen wir ganz klare Richtlinien, was muss gemäht für die Sicherheit anzahlen. Und auch da, das notwendige Material, muss die Schulen, die Regionen, Direktionen zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen noch klare Vorschriften, was den Akkui angeht von den Kanner, für alle Morgen in Maison Relais. Da ist noch ganz vieles unklar. Die Kanner, die in Mäuse an die Schule gehen oder die irgendwo an die Schule gehen, die gehen üben, mit kommen sie vielleicht bei ihnen hin. Das muss Mensch, egal wie verhindert gehen, weil das so macht, die Sicherheit, die wir Mäuse gehen, schaffen, mit an der Maison Relais nicht mehr. Da sind Gemengen am Moment ganz viel auf sich lang gelassen. Das stärke Niveau, am Moment nach vom Ministerium aus viel Unklarheit und Gemengeschlohen trat, also hier brauchen wir Klarvorschriften. Dann will ich aber auf den Punkt Bewegung und Sport gehen. Auch den muss an der Krise möglich sein. Und ich bin auch froh, dass heute zu Lützburg von Anfang an gesagt ging, dass der könnte nach raus etwas machen gehen, der könnte sich bewegen gehen. Und dafür meine ich auch, dass das an der Schule muss möglich sein. Als kann auch die können nicht, vor allem sie sollen auch nicht, 4 oder 5 Stunden lang an der Schule sitzen. Hier muss Bewegung möglich sein, und nicht alles vieles zu bauen, machbar, wo man die nötigen Sicherheitsmesuren noch anhalten kann. Bewegung gehört für uns auch zur Hygiene wie. Am Kader von Corona schwätzen wir viel von Hygiene. Bewegung hilft doch das Immunsystem stärken, und dafür fand ich, oder fand mehr, dass Bewegung auch an die Schule abpasst, und das die falsche Message zu suchen, das lassen wir aus der Schule raus. Dann fängt die Dorfschlussklasse an. Wir haben das für 2 Wochen gesucht, und wir bleiben dabei unserer Meinung, es ist sich kein triftiger Grund da, dass die Schüler hockt müssen an die Schule gehen. Das Programm ist fertig. Wir hatten gesucht, wir hätten hier gerne ein fakultativ für die Schüler und Studenten, die eine Hilfe brauchen, die könnten dann noch gezielt geholfen kriegen. Wie gesagt, in Zwang ist hier nicht notwendig gewesen. Für uns steht prinzipiell an der Schule fest, dass durch Corona erstens kein Kind, der wir einen bleibenden Retard behalten, und zweitens darf der sozioökonomische Hintergrund von den Kindern den Bildungs- erfolgreich nicht nach mehr beeinflussen, wie der schon der Fall ist. Heute zu Lützburg ist das schon ganz stark der Fall. Und es riskiert durch Corona nach mehr der Fall zu gehen. Das muss man verhindern. Wir dürfen hier keine neue und zusätzlich soziale Ungerechtigkeit kriegen. Und auch da geht es nicht durch, das zu suchen. Auch da muss ich etwas machen. Der erste Punkt, was ich machen müsste, ist relativ einfach. Jetzt muss ich mal gucken, dass jeder Verein das notwendige Material zur Verfügung hat. Das ist auch low, am Sekundär nach unbedingt notwendig, dass das aufgeklärt wird, weil die haben nach Homeschooling alle 2 Wochen. Und dann müsste es so gemäht gehen, dass die Kinder, die ja low eine Zeit lang nicht in der Schule werden, dass da
geguckt wird, auf welchem Niveau sie sind. Wir bräuchten Epreuve standardisieren. Das haben wir auch schon für 2-3 Wochen gesagt, gehabt, der Minister hat gesagt, bräuchte sie nicht. Wenn sie da einen Auftrag gehabt hat, nicht immer so. Epreuve standardisieren, wo geguckt wird, auf welchem Niveau sie sind, kann er. Wo haben sie Probleme, da wo sie Probleme haben, müssen sie dann gezielt abgefangen durch ein direkt Nohelf, ein gratis Nohelf, auch ein gratis Hausaufgabenhelf, auch das haben wir schon gefragt gehabt. Auch hier könnten den Abruf noch freiwillig machen, wenn wir nicht genug Personal hätten, für das zu organisieren. Wir müssen die Kanäle da abfangen, wo sie Probleme hatten, aber wir müssen gucken, dass sie auf den Niveau kommen, den sie bräuchten. Für alle muss das garantiert sein, wann am September die Schulremenke angeht, dass ist hier ein gratis Hilfe während der Zeit zur Verfügung stellen. Bei der Schule, wie auch so sehr, müssen wir oder sollen wir meinen, schon aus der Krise etwas Positives lernen. Und auch da beginnen ein paar Sachen, die man definitiv misst aufpacken. Das ist, dass wir sollen die Programme enttrümpeln. Bei dem Minister sieht man, wir machen nur noch das Essentiell. Wir sind nicht ganz einverstanden mit dem, was er sieht, das Essentiell. Weil Essentiell ist bei ihm nicht mehr Sprachen, Mathe, also Führung. Ich fand im Message, wenn wir so ein Handwerk sollen wir pushen, Science sollen wir pushen, da geht das für mich auch zum Essentiellen. Wir sollen Zeit nutzen an die Programme enttrümpeln. Ich bin 100% davon überzeugt, dass wir das überall können machen. Da kriegen wir nämlich auch Zeit für andere Schulen zu halten. Es ist nämlich ein River, wo man da denkt, dass das könnte funktionieren und ich kann auch probieren, in Triester auf den Kopf zu setzen und Wissen an den Kabarant zu schütten. Das geht nicht mehr. Kann er müssen gelehrt, die kreativste Probleme erkennen, Lösungen sichern und das selbstständig machen. Und dafür brauchen wir mehr projektorientierten Unterricht, wir brauchen fächerübergreifenden Unterricht, wir brauchen eine andere Art von Schulen und dafür soll das Zeit genutzt werden. Natürlich gehört Digitalisierung auch dazu und auch da muss geguckt werden, dass das ein utile Arbeit überall geht und nicht nur bei den iPad-Klassen. Und ich denke, dass es nicht nur ein Teach the Student ist, sondern auch die nötigen Meier gehen für Teach the Teacher, für den, den vielleicht noch nicht genau weiß, wie man mit dem Material umgeht. Ein anderer Punkt, was indirekt durch etwas mit der Schule zu tun hat, das kann er betreuen. Der 25. Mai sollen Kreischer abgehen, die Grundschule geht ja dann noch ab. Ab dem 25. Mai sollen wir kein Congé pour raison familial mehr haben. Und kann er dürfen wohnen, nicht bei mir bei der Bubi gehen. Bei dem Herr Meisch hat gesagt, das wäre kein Problem, hier gibt genug Kapazitäten zur Verfügung stellen, für das alle gut kann er, könnten an die Kreche gehen. So, da hat er nicht pure Probleme. Ein erstes Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie das soll funktionieren, weil gleichzeitig gehen an der Kreche ja auch Gruppen mit kleinen gemäht. Wie will ich mit mehr kleinen Gruppen mehr kann er können unhören? Schien der Menge näher nicht zu funktionieren. Das zweite Problem, den ich einmal habe, die Regierung kann nicht ein Lot Leute zwingen, die bewusst für sich Decisionen geholt haben, sie wollten, ja kann er nicht in einen Krieg gehen, denen Sohn, hey, der muss zu in einen Krieg gehen. Ich meine, hier muss man den Eltern, die Decision geholt haben, in andere Schwalle lassen und man muss ihnen helfen, dass sie eine andere Möglichkeit kriegen. Und drittens, füge ich das, was der Minister sieht, nicht möglich ist, freue ich mich, ob er alles gesagt hat, was er schon weiß. Wenn nicht, dann sollen sie, wenn ich direkt Transparenz bringen, weil die Eltern müssen planen können, sie brauchen Planungssicherheit, weil wir haben ja, wir hätten gerne verantwortungsvolle Eltern, wie gesagt, und die brauchen die hier Informationen. So, wir haben nicht die Krise mitgestimmt gehabt für 3 Monate, weil wir gesagt haben, das ist notwendig, wir haben gesagt, als Instanz wäre das selbst wie es schlägt, der Virus ist selbst wie ein 100-Meter-Läfer, aber wir müssen als die Meier geben, für die Regierung kann, sehr dezidieren. Wir wären also da voll hat für das hier noch mal zu machen. Los sind die 3 Monate, die wir irgendwann ein Karriere und da stellt sich dann natürlich die Frage, was könnte dann? Wir wollen auf jeden Fall keine Verlängerung oder keine Verlängerung vom Krisenzustand durch Tannadier von der Chambre. Wir wollen noch kein allgemeines Pandemiegesetz, weil das riskiert definitiv, nur in dieser kurzen Zeit dann über die Knie gebracht zu gehen. Wir wollen keine unnötigen Einschränkungen von der Freiheit. Wir sollen ja zu einem gezielten Covid-19-Gesetz. Da muss man vielleicht noch wissen, was drin steht, damit wir klar können. Ja, so, wir zum Prinzip von einem gezielten Covid-19-Gesetz. Wie gesagt, wir brauchen dafür Zeit, für das Rot zu diskutieren. Dafür muss die Regierung geschwind mit der kommen. Wir wollen keine unnötigen Einschränkungen von den Freiheiten. Und auch hier muss die Proportionalität von all den Maßnahmen, die dafür gesehen sind, gießen. Zusammenfassend will ich es noch einmal sagen, wir müssen, wie gesagt,
lehren, mit dem Virus zu leben. Wir kriegen den Virus nicht 100% in den Griff, aber wir müssen auch auf der anderen Seite verhindern, dass der Virus uns mit seinem Griff 100%ig lähmt. Und dafür müssen wir dafür sorgen, dass wir die Freiheit, die Gesundheit und die Wirtschaft unter einen Hut kriegen. Und dafür brauchen wir eine klare Exit-Strategie, eine klare Daten, klare Richtlinien, eine klare Kommunikation. Und wir brauchen für alle Planungssicherheit für die Betriebe, aber auch für die Leute. Wir brauchen Perspektive, weil ich meine, die Leute haben sich ganz gut und die Regeln gehalten. Sie hatten eine extreme Disziplin, dafür sollen die Leute auch Merci sagen, weil da, wo wir los sind, haben wir den Leuten zu verdanken, dass sie sich daran gehalten haben. Aber sie brauchen aber eine Perspektive, wie es vorgeht. Und dafür brauchen wir hier Transparenz. Und wir brauchen für alle auch dafür einen nachhaltigen Neustart. Und im Prinzip darf das auch kein Business as usual sein. Auf hier bisschen in Zeichen von einer gewissen Normalität zu gehen. Dafür hatten wir auch Hocktes Pressekonferenz gemäht, wo man gesagt hat, man muss im Löserlös auch hier an den normalen Rhythmus kommen, an die Rolle kommen. So, ich sage euch, merci. Ich gebe proposieren, wenn froh sind, dann, wenn das so ein Misch gibt, stellen, dann vielleicht wie dich du Misch und dann wechseln wir hier nur ein paar Pult, dann kann der Frank hin. Ja. Also mir ist am Anfang im Prinzip egal, wen die Frau beantwortet. Wir schon ein paar über der Kommunikation auch darüber gelesen, was die so die mit Ege proposen, wie in Lodo rauskommt und wie der Wirtschaft zu helfen ist. Was proposiert CSV konkret für die Betriebe langfristig zu helfen? Die von der Krise geschirrt sind und wieder viel drunter auch angeschaut hat, die nach der Not auch noch im Dekonfinement nicht können den Umsatz machen, den sie vor der Krise gemacht haben. Ich denke, vielleicht tun, denn Frank kann dann vorführen, was wir gemäht tun, schon mal kurzfristig, dass wir ein ganzes Package von Mesuren vorgestellt haben, wo wir Propositionen gemäht haben, wo wir gesagt haben, zum Beispiel Privatleute, die ein etwas verlohnen für den Kommerz, dass die sich steuerliche Vergünstigungen kriegen, weil sie den Leuten, die sie zu gut hätten, weil sie den vielleicht ein bisschen reduzieren, dass man da ein Incentive auch in Privatleute gehen, weil man muss gucken, dass man die Fixkosten, die Betriebe im Moment tun, dass man die können drücken. Man hat noch gesagt, das Package für die Independenten, die geht bei weitem nicht durch, man muss die Mesuren umändern, man muss den Champ d'Application umändern, weil der Moment immer noch ganz viel am Rennen steht, man muss ganz einfach die Probleme mit groß abspannen. Es sind definitiv ganz viele Leute, die sind mit dem Rick wieder der Mauer, und du hast also nicht nur den einzelnen Patron, sondern das ist auch denen in der Familie, das sind denen in der Kanne, und die brauchen eine Sicherheit. Und dafür haben wir auch gesagt, den annoncierten Gesamtpackage, den Herr Dallas annonciert hat, ich meine, Anfang von der Woche, der soll letzte Woche kommen, den ist aber noch nicht da. Und dafür brauchen die Betriebe im Allgemeinen brauchen sie eine Planungssicherheit. Sie brauchen eine Planungssicherheit, dann geht ab, wenn es mehr im Mittwoch geht ab, zum Beispiel Geschäfte, an den Konditionen. Sie können ja nicht von einem Tag auf den anderen abmachen. Und gleichzeitig zu der Planungssicherheit vom Datum brauchen sie eine Planungssicherheit an den Hilfsmesuren, an dem Gesamtpackage. An den geben wir gerne gesehen. Und dann muss man natürlich gesagt, wir brauchen noch als während der Krise, dürfen wir hier nicht spüren, denn der Staat muss die Investitionen auch an der Lust halten. Vielleicht muss man Prioritäten machen. Aber wir müssen gucken, dass wir die Wirtschaft um Rollen halten und dass wir sie weiterhin auch hier unterstützen. Dann müssen wir einfach auch, und zum Beispiel die Landwirtschaft gesagt, verschiedene Sektoren sind komplett vergessen gehen. Die dürfen wir nicht vergessen. So wie die Independenten vergessen sind, als zum Beispiel auch die Landwirtschaft vergessen. Auch da haben wir schon Propositionen herabgebracht gehabt, wie wir denen können helfen können. Wir dürfen auch den Privatmann nicht vergessen. Wir müssen aufpassen, dass es keine Sozialkrise gibt. Zum Beispiel auch da so viele Leute, die nur dadurch, dass sie just 80% vom Gehalt kriegen, also nicht mehr vielleicht die Prälaufen. Auch da gehen es Leute, die Schwierigkeiten haben. Auch da müssen wir mit den Banken gucken, dass sie die Moyen kriegen, für vielleicht ihre Prä auszusetzen. Also wir haben ganz viele Felder, wo Mist drauf geschafft gehen. Okay, wir werden Betriebe, geht an die Frauen, die sich über Mainfährten stellen. Du und
Dir schwätzt ja von Herrn Dallis ein Gesamtpackage, mir wär das eher ein Package. Und die andere Frage, die ich gibt da drunter hängen, ist, wie viel darf das eure Meinung noch kosten für den Staat? Das ist eine relativ schwierige Frage, ich kann es auch so, weil man die genau konjunkturelle Berechnungen, die den Staat gemäht hat, dass man da die Unterlagen nicht alle gehören, man hat gesehen, hat, an diesem PSC, PNR, dass man da natürlich zusätzlich Schuld müssen abhören, dass man muss über das Budget und über die Finanzen am Allgemeinen schwätzen. Ich meine, dafür brauche ich nicht Finanzminister zu sein, muss ich noch nicht Premier zu sein, weil wir haben, und das haben wir am letzten Budget gesagt, gehabt, wir sind von einem exponentiellen Wachstumsausgang, den unrealistisch war, wo ich nicht gesagt habe, das ist unrealistisch, wir kommen nur an eine Rezession und da müssen wir uns auch noch zeitlos, wie das konkret zu analysieren. Wir werden ihn darstellen, über den PSC nach mehr im Detail schwätzen, auch hier in der Chambre schwätzen, wo wir die Daten dann mehr konkret geguckt haben. Etwas, was wir definitiv müssen auch machen, dass das mehr mit den Leuten im Terrain geschafft wird. Dass, wenn Decisionen geholt gehen, dass dann dort Leute vom Terrain mit angebunden gehen. Wir haben gesagt, der Komitee des Suivi von der Exit-Strategie, wie weit hast du zum Beispiel das Handwerk nicht darauf vertreten? Chambre des Métiers ist nicht dran, Fédération des Artisans ist nicht dran, kann ich noch so, wir werden als Staatsbeamte nicht dran vertreten. Auch da, wie ist das da zusammen gesagt, wir werden die Leute nicht vertreten. Ich meine, alle gehören, OGBL, LCGB, die haben gemeinsam gesagt, wir wollen auch gerne mal schwätzen. Wir werden gegen die nicht geheiert. Also da haben wir noch relativ viel Sput. Da war eine Frage. Ich gehe vielleicht, just von hier aus, weil so geht es mit der Spul zu kompliziert. Ich gehe von hier aus einfach drei Sachen oder vier dabei setzen, die was schon gesagt ging. Wir hätten gerne Begleitung von den Betrieben, die gegebenenfalls einfach auch immer immediat finanzielle Zuwendungen herausgeht. Ein Betrieb kann ja zu diesem Zeitpunkt das kriegen, was eben zu gut tut. Wir wissen, was das ist. Das sind für die mit viele Leute, dann schon mal partiell. Solange wie es noch geht, Congé pour raison familiale, das ist aber eigentlich kein Betriebshilfsmaßnahme, das ist eigentlich mehr eine Personenunterstützungsmaßnahme in einer Zeit, wo Betreuungsstrukturen in der Schule nicht funktioniert haben. Da geht es etwas beschlossen, gehen, als für die Kleinbetriebe, auch für die Independenten. Aber was das ausmacht, und nicht nur was das ausmacht, wissen wir, was das tut. Also ich weiß nicht, was das bis Lokast hat. Ich weiß nicht, wir wissen das aber nicht. Und der Wirtschaftsminister hört ja, dass er dich aus seinem Tableau de Bord heraus publiziert hat. Das ist auch gut gemerkt gewesen, um ein bisschen zu gucken, wie geht das auch gefroren, dann, wie kommen wir da mal. Nur mit dem kompletten Überblick von der Kästen Haut haben wir ja noch nicht. Ich will aber nur mal just sagen, da kann man schwätzen über öffentliche Finanzen. Wir sind von einem Budget ausgegangen, an dem wir gesagt haben, 20 Milliarden Reserven, 20 Milliarden Dépenses. Die wurden dumm. Gehen die Menschen am Finanzministerium davon aus, dass es so wird sein, dass 5 Milliarden fehlen. Ich sage nicht, dass der Tomat nicht durchgeht. Ich sage nicht, aber gleichzeitig auch, dass ich nicht weiß, wo man das durchgeht. Und insofern muss ich schon an einem Moment wie dem heute, wo ihr so eine Partei wie euch seht, maximal helfen, für die wirtschaftlichen Akteure zu halten, dann zusammen mit der Regierung so nicht kostet, was es kostet. Aber es kann nicht 150 Milliarden kosten. Das ist klar. Die haben wir nicht. Die kriegen wir auch nicht. Aber wir können nicht auf Dauer ein Wirtschaftssystem künstlich im Leben halten, wenn die Umstände so wären, dass Teile von dem Wirtschaftssystem nicht mehr können funktionieren. Das muss man sehen. Mit Tatsache als Betriebsbegleitung als eine wesentliche Geschichte. Zur verhüllten Aufwendung, aber auch zur Betriebsumgestaltung. Es gibt, ich habe ein Beispiel genannt von dem Restaurant mit 100 Kuverten. Die Wahrscheinlichkeit, dass den an den nächsten Monaten ein Krebs in 100 Kuverten kommt, die ist zu klein. Aber vielleicht wäre es aber gut, wenn der Restaurant trotzdem überleben. Da brauchen wir also für den eine Perspektive. Wenn der Lutz viel Leute schaffen hat für 50 Kuverten, da werden wir losgehen. Das werden wir nicht können auf Dauer verhindern. Für die Werte, man muss irgendeine Sorte von sozialen Abfangmechanismen schaffen. Ihr wisst, was wir haben. Gut für irgendwo, wenn die Leute nicht mehr die Steuern mehr am Gehen verlangen.
Also muss man sich Gedanken machen, wann heute ein substanzieller Nutzung vom Schomarsch geschieht. Aktuelle Projektionen reichen von 1,5% mehr Schomarsch aus. Kann aber ganz gut sein, dass es viel mehr geht für 1,5% mehr Schomarsch. Das wissen wir einfach noch nicht. Wenn es nur 3 geben oder 4 oder 5, dann muss man es vielleicht in einer Form von Remuneration für die Leute aufhören lassen, die nur auch riskieren, längerfristig nicht employable mehr zu sein, weil man auch nicht an einen ganz, ganz sehr abfängend Arbeitsplätze Schaffungslogik drin. Okay. Und wenn der Mensch sein Restaurant nicht das, dann hat er eine Leute zu bezahlen. Und die Leute, die es vielleicht gerne mit 100 Kuvern, mit 50 geht es vielleicht nicht mehr. Oder er geht vielleicht einfach, wenn er 2 Millionen entlässt. Oder. Und genau die dort Adjustementsgedanken, die werden wir uns dann müssen machen. Und wir hoffen, dass die Regierung, weil das nicht die Aufgabe von der parlamentarischen Opposition, die kann das doch nicht. Wir helfen aber gerne. Ne? Wir haben schon dachs gesagt, an dieser Situation, an einer anderen, wir packen gerne Hand auf, wenn wir gefragt haben. Wir sehen, dass keiner die Sorte von Verantwortung, die wir dafür proposiert kriegen. Ich muss die Regierung dafür sorgen, dass sie das tun muss, dass sie das tun präzise fasst. Zusammen mit all den Organisationen, die wir hier haben. Und dass wir dann gewohnt gehen, mit wie vielen weiteren Socials und mit wie vielen weiteren Begleitmaßnahmen, man könnte wie großen Teil von der Wirtschaft an einem möglichst größten Zahl von Beschäftigten an der Beschäftigung haben. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht außerordentlich zufrieden bin, auch viele Leute in der Partei sind das auch nicht. Wir sind nicht außerordentlich zufrieden, wenn wir feststellen, dass wahnsinnig viele Betriebe heute noch nicht die echte Bezahlung gekriegt hätten, von irgendetwas. Die einen beschweren sich darüber, dass hier Kästen, also Kästen, hier Zuwendungen, die sich schon mal partiell betreffen, nicht für bezahlt, in Independant, so 5.000 Euro, 12.500 Euro, ziemlich egal, wenn er gut nicht kriegt. Wir sind auch nicht schrecklich zufrieden, wenn wir eine Formalitätsdebatte feiern. Aber bei all dem, was man noch kennt, umso mehr. Was heißt dann hier, das hätten wir ja, was heißt dann hier, Formuläre wären falsch ausgefüllt, dafür muss ich ein bisschen zurückschicken. Der Staat weiß, wie viele Betriebe das gibt. All Betrieb, den ein Demand anregt, den aus dem Staat bekannt, wenn am Handelsregister steht. Das muss als Information durchgehen. Und die Beschäftigten sind der Steuerverwaltung an der sozialen Sicherheit bekannt. Das muss dem Staat durchgehen. Die muss das selber können ermitteln. Die muss nicht 15 Mal Schriftverkehr mit den Betroffenen da ansteigen, bis das den endlich an den Genuss für seine Zuwendung kann. Aber wenn es mir kompliziert riskiert zu gehen, weil es mir rein muss gehen, wie das, was ich versuche zu beschreiben, zum Beispiel von dem Restaurant, dann ist das umso mehr wollen. Dann ist umso mehr gefordert, dass der Staat auch seine Ressourcen optimal ansetzt, für zu erfassen, welche Betrieb hat, welche Schwierigkeiten, was können wir für den machen. Also wir brauchen unbürokratische Hölle, weil wir brauchen auch sektorspezifische Hölle, weil das nicht alle Sektor zählt. Du hast Restauration, mein ich, ein gutes Beispiel. Wenn die können abmachen, dann haben die sicherlich da noch nicht dieselbe Einnahmen, wie sie für drin hätten könnten. Ja, den Ausmaß an Twitters vom Dekonfinement, wie die ich jetzt vorstelle, das ist mir noch nicht ganz klar. Denn Frank Engel sieht, Geschäfte sollen abmachen, Handwerk sollen abmachen, Restaurants sollen abmachen. Madame Hansen, dir so, dass die Premiere vielleicht nicht unbedingt lo hätte müssen, aufhängen. Ich blicke nicht so richtig durch, wie soll alles, wo soll die Wahl abgehen, wo soll es so bleiben. Am Fongeholz wäre ja just nach Masseveranstaltungen oder Footballsmatcher, wo ich kann gucken kann, dass die Einsicht wird nach Gift so bleiben. Nein, wir brauchen, was wichtig ist, wir brauchen eine klare Roadmap, wo das gesucht wird, wird, wie nicht abgeht. So, Premieren war kein Grund, so abzumachen, wie das Programm fertig ist. Dafür war einfach kein Grund dabei. Dann haben wir einfach groß Grundverfassen, die abholen, und die kleinen Geschäfte, die das selbst verkaufen, die zuhören. Es geht ja im Prinzip, dass mehr wichtig, wen etwas möchte, wie wer den möchte. Aber wen es möchte, sind Sicherheitsmesuren, die müssen garantiert gehen, dass die können angehalten gehen. Und dafür ist es wichtig, dass es gesucht wird. Zum Beispiel den 11. Mai fängt bei Eis auch Koffern zu schaffen, fängt auch den Kommerz zu schaffen, für dass die Leute auch hier ein Klug hat. Und die Restauration ist wahrscheinlich noch in anderen Sektor, aber auch hier so, dann fängt die an. Aber was uns fehlt, dass das einfach die Klug lädt.
Die Regierung muss sich ja im Prinzip irgendwelche Kriterien geben, nach denen sie guckt. Er sieht, wenn der Minister an den, der Premier an den Nerdelles sagt, wenn die Zölle gut sind, dann machen wir ab. Mit der Frage nicht mich, wie ein Zöllen, aber was ist gut? Sind Zöllen die Intensivbetter, wie die belegt sind? Was ist dann da gut? Zu 60%, Männer wie 60% belegt, ich weiß es nicht. Aber wenn er so ein Lehrt hat, so ein klare Kriter hat, und da sieht er, wenn er da Kriter erfüllt hat, da gehen die Kommerzen den 11. ab. Und das hätten wir gern. Wir hätten gern, es ist in der Zeit, dass es kann abgehen, und es ist in der Zeit, dass es klar kommuniziert wird. Aber wie geht es die Zöllen da? Ich kann nicht sagen, leider Gottes haben wir den immer nicht. Ich frage schon drei Wochen lang, haben wir den nur der Reproduktionsrate vom Virus. Das ist am Mengen an nichts, was man nicht darf kriegen. An anderen Ländern geht es überraschend. Der Premier sagt zu mir auch, du, ja, ist gut. Mit der Frage nicht, ich merke, was ist dann auch gut. Für was kriegen wir das nicht? Das könnte nicht auch vielleicht schon der festhalten. Da müsste man ja auch mal wissen, wie sind die Zölle. Und das tun wir nicht. Die hat Madame Hansen den Educationsminister kritisiert. Ich lese gerade bei den Kollegen vom 100,7, dass der Minister, du siehst, Premierschüler, die haut nicht an die Schule gehen, muss mit Konsequenzen rechnen. Ich meine, du, so wäre die Position wahrscheinlich klar, oder? Ja, dazu war es ziemlich klar. Ich meine, wir haben einfach auch die Schüler ohne Recht. Und nur denen Schüler drohen, die noch Premier sind, wenn der Lohn nicht kommt, ich weiß nicht, was dann dreht, dürfen sie ein Examen nicht machen. Das fand ich nicht an der Reihe. Ich fand, ich hätte mit den Leuten am Vierfeld schwätzen. Es wäre von vielen Leuten gefroht, dass das fakultativ sein sollte. In Herzlich sollte man mit denen zusammensitzen. Und da wäre sicherlich durch eine Lesung möglich gewesen. Aber wie gesagt, einfach da stur bleiben, also an diesem Weg nicht die richtige Weg, also es ist nie die richtige Weg, und noch in einer Krise die richtige Weg. Pardon. Wie stellt ihr euch vor, dass Geschäfte und noch Gastronomie sollen abmachen, wann Grenzen aber weiter zusehen an die Leute, die von du viel am Kommerz aber auch schaffen, am Anfang gut nicht hinkommen können oder just mit einem paar Bayer mit Wartezeiten auf den Grenzen, wie stellt ihr euch das vor? Weil ich denke, dass das eben gelesen ist, dass die Leute, die hier einen Platz haben, die kommen ja rüber, die gehen ja über die Grenze rüber gelassen. Also sowieso, ich meine, das hat der Parteipräsident ja gesagt, man muss eine Lesung auf den Grenzen finden. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass wenn einer der Belgier auf ein paar Herd schaffen könnte, aber wenn den dann da ein Dosenier mal drüber hält, dann kriegt er ein Protokoll von 150 Euro. Also das kann ja manchmal nicht sein. Und da muss eine Lesung gefunden gehen. Also Tatsache heraus, die Grenzen sind ja nicht zu. Grenzen sind ja faktisch zu. Respektiv, es geht aber eine Fasson kontrolliert, die nicht akzeptabel ist. Wenn es so wie, dass die Passagierscheine, die deutsche Polizei lädt, wenn ich gebe deren Passagierschein gut sichtbar und wir drin, dann sind die Kontrollen noch speedy und effikant. Und irgendwann ein Kehr so, und dann als Deputier, dass die Mosten, die auf See fahren, Kilometer lang stauen, du kannst nicht mehr durchdürfen. Also stelle ich fest, dass die deutsche Polizei, die paar Jahre anscheinend gerne zu Lützburg tankt. So wie die Belge auch. Das deckt sich nicht in integralen Materialrecht. Mit Herzen also aber am Prinzip, und wir müssen vom Prinzip ausgehen, weil von eigentlich können wir ausgehen, dass ein Mensch, den in Deutschland wohnt, an einem Lützburger Geschäft schafft, kann ob sie in kommen und dass nur im Kaffee sie in Erbisch kommen, da gibt es ja kein Verbot. An der Gouverneurung zu keinem Zeitpunkt, den gibt praktische Schwierigkeiten. Und ich hoffe wirklich, dass auch die praktischen Schwierigkeiten sich an nächster Zeit lesen. Weil ich fährt den ehrlich, dass man irgendwann ihrem Aufhängen kann, dass man mich greif vorbeinehmen lässt, wenn das sich nicht ändert. Ne? Das wird der Moment, in den Grenzen durch die Kontrollen und durch die Härte, mit der Bundesagenten an Deutschland und an der Belgien so führen, operieren gehen. Das wird sich dort der Grenze, der zerstört jahrzehntelang gewisse vertrauensvolle, freundschaftliche Interaktionen von den Leuten auf beiden Seiten von der Grenze. Das ist eigentlich eine Katastrophe für die Großregion, eine Katastrophe für Europa. Wir müssen dringendst durch ein Medo-Geschäft gehen. Ich verstehe, dass das so kontrolliert wird. Ich bin dem saarländischen Ministerpräsidenten an einem Telefonat, was ich mit dem Herrn für kurze Zeit gesagt habe, guck mal,
Wir haben ja alle zwei Konfinement. Na? Die Regel ist die Ausgangssperre. Das heißt, das ist nicht davon auszugehen, dass Tourismus auf der Grenze geht. Das ist also davon auszugehen, dass sowieso just die durchstehen, am Wesentlichen die Grundtüren für River, und die auch keine belehnen, dass sie den haben. Mit der Lust, die Leute vor. Die will kein Tourismus, mir will noch kein. Wir hätten verkehrt, dass die Leute, die die Grenze berufsmäßig an notwendigkeitsmäßig müssen überwinden, das können machen, ohne dass sie Stunden nach Stunden lang da an einem künstlichen Stau stehen. Für all der, derselbe Platz, von demselben Polizist, Römmenke, dieselbe Frage gestellt zu kriegen. Das ist doch eigentlich ein unwürdiges Schauspiel. Ein zutiefst unwürdiges Schauspiel. Und wie gesagt, bislang waren all die, die versuchten, sich mit dem Problem bei Horst auseinanderzusetzen, nicht viel Erfolg gesehen. Ich hoffe, dass das sich an den nächsten Tagen ändert.